und zurück. Lauf links kurz, rechts weit. Wo haben wir denn das Problem, wenn er hinten rechts einen großen Schritt macht und links einen kleinen? Ja, aber wo hat er denn an welcher Seite denn das Problem? Ja, warte, du bist raffiniert. Das sind nur zwei Möglichkeiten. Links. Du sagst links. Wie kommst du da ran? Nein, das ist das Gegenteil. Der große Schritt ist der Kranke. Ich gehe jetzt hier eine Minute mal kurz rausspringen. Bist du mehr? Du machst links den großen Schritt und mit dem Kranken schnell ab. Also mit dem Gesunden schnell abkommen, wieder aufzukommen, weil du das Gewicht runter abgibst von dem Kranken. Immer mit dem Kranken groß, schnell weg, kurz drauf. Und dann hat der nicht den Druck. Nein, aber darum ist es. Das kommt aus dem Faktor. Da kriegen wir wieder in den Griff. Das Pferd hier vor, wahrscheinlich das bestbeschlagenste Pferd. Müsst ihr mal euch schlau machen, wer da drüber hergefahren ist. Bei dem? Das gleiche ist für mich dasselbe schon drin. Und wieso macht er bei euch Müll? Wenn ich mir den jetzt krank hat, ja? Nee, das ist der andere schon. Keine Ahnung. Ja, den solltet ihr mal nach. Hier alles aufgelöst. Das ist aber nur ein Ausdruckschmied. Der macht so, also, dass der Schmidt aus hier so. Alle Schulter. Nur einen Schritt vor. Gib mal einen Schritt vor. So. Raus. Wir laufen jetzt schon. Gehen, super zurück. Oh, der läuft so gleich gerade. Wie du sagst, wir bekommen immer besser. Er ist jetzt gerade am Begreifen, was passiert. Wieso fühlt sich das jetzt so eierig an? Und zurück. Du musst wieder ein bisschen Kraft kriegen jetzt in der Hinterhand. Immer weiter. Das schlimmste Bein war die rechte Schulter und links im Bein. Also daran seht ihr, dass das uralt ist. Vorne rechts, diese Lama kann man nicht sagen, aber so ein bisschen unregelmäßig, wenn man das kennt, wie es gehört. Nein. Immer wie so hängen bleiben. Und das kommt jetzt wieder, aber der kriegt in den nächsten 2-3 Tagen vielleicht sogar noch ein bisschen Lahmheit auf dem Bein. Ja, da setzt man enorme Entzündungen mit frei, die jetzt, wenn sich das alles setzt, nicht in die Weide lassen, gezielt arbeiten. 2 Tage, wenn ihr an Longshot oder reitet, mehr linke Hand. Die rechte Schulter ein bisschen. Na, Schnucki.
Vogel ist das? Schneeweiß. Eisenmangel, ganz klassisch. Und die Zähne müssen mal gemacht werden. Die Zähne ist so, dass sie sich so machen, das ist die Zahnleiste, und dann geht er vorne hoch. Und das ist immer ganz gefährlich. Der Zahnschmelz oben ist ein Drittel weniger in der Härte wie unten. Und darum fritzt sich der Zahn dann oben rein. Dann habt ihr nachher fehlt da vorne das Gebiss, weil er sich die wegkaut. Und das muss nicht sein. Hauptsächlich immer das Wichtigste ist unten kurz und gerade. Dass er ein schönes Tauwerk soll. Kann ich fest. Ah, das Sattel, das Sattel, das Sattel. Den tun wir noch einen drauf, genau. Auch kalt. Okay. Das ist zum Equivalent. Obwohl ihr habt schon einen Sattel dabei gehabt, der schöner ist wie dieser. Haflinger hat ja eine sehr breite Rückenmuskulatur und er macht gerne dieses Teil schön weich und mollig. Vielleicht haben sie heute Abend noch 5 Minuten Zeit, man muss so viel Sättel, dann können wir vielleicht mal gucken, ob man was besser ist. Wenn ich hier bin, haben wir alle Zeit der Welt. Ich schätze leid. So kriegen wir das hin. Du kriegst den Sattel wieder.